Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. Ohne die Hilfe der Amerikaner und ohne Michail Gorbatschow wäre das nichts geworden. Wenn am Tag nach dem Fall der Mauer die damals die SED-Führung von Gorbatschow erwartet und verlangte, die sowjetischen Panzer aus den Kasernen hier gerollt werden, 2 Garde Panzerdivisionen allein im Großraum Berlin, hätten sie die Mauer wieder aufbauen können. Präsident, was war gut an der DDR? Politisch war an der DDR nichts Gutes. Die Menschen hatten nicht das Recht, ihre Regierenden zu wählen. Sie konnten sie auch nicht abwählen. Sie hatten ihre Bürgerrechte nur sehr begrenzt und die Menschenrechte ebenso. Wir haben genaue Vorstellungen von einer neuen Art Zeitung, die wir schaffen möchten. Für sie müsste die Wahrheit der Tatsachen heilig sein. Sie müsste sich der strengen Sachlichkeit in der Berichterstattung befleißigen. Sie müsste auch den Andersmeinenden gegenüber immer Gerechtigkeit walten lassen.